Die Nummer zwei, muss man sagen, aus Bulgarien, Diana Popova, aber nicht ohne Erfahrung seit Olympia Barcelona in der internationalen Spitze. Und ich möchte fast sagen, in direkter Auseinandersetzung, was das Leistungsvermögen ausgeht, im Fernduell momentan noch mit Magdalena Wrzeska. Achte war Diana Popova in Paris, also knapp vor Magdalena. Und sie hat sich auch dreimal im Finals geturnt und damit auch dreimal knapp Magdalena Wrzeska verdrängt. Wie wird es dieses Jahr ausgehen? Ich bin gespannt auf den Verlauf dieser Woche. Und sehe ich übrigens auch ihre Trainerin sitzen, Krasimira Filipova, die vierte von links. Vielleicht können wir die dann irgendwann mal einfangen. Sie war immerhin auch Vize-Weltmeisterin, damals 71, 73, hinter der legendären Maria Gigova. Popova plus Petrova, das wird die nüchterne Addition in diesem Nationenkampf ergeben und wird dann am Ende die Auseinandersetzung Bulgariens mit Weißrussland und Russland und Ukraine ergeben. Das ist der Spannungsbogen des heutigen ersten Wettkampftages. Maria Petrova vorhin, jetzt Diana Popova ohne Fehl und Tadel, also sie wurden ihrer Mitfavoritenrolle gerecht im Nationenkampf und annoncierten, hier sind Top-Athletinnen aus Bulgarien für Medaillen gut, für Finalplätze. Und diese Diana Popova ist der Grad auch für Magdalena Wrzeska. 9,60, das soll es zunächst von hier gewesen sein, von den Übungen. Gerhard Leinauer sagt Ihnen, wie es heute weitergeht.